So, von mir gibt es tatsächlich heute schon wieder ein neues Video. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob mir das immer so oft gelingt, so viele zu machen, aber tatsächlich hatte ich zuletzt echt immer wieder so Problemstellungen, wo ich mir gedacht habe, hier macht ein Video tatsächlich Sinn. Und ich habe mir vorgenommen, die jetzt einfach immer schnell wegzudrehen, direkt wenn es mir einfällt, weil sonst mache ich es eh sowieso nie. Und ja, vielleicht habt ihr da einen Vorteil von. Kann nur sein, dass halt manchmal ein bisschen darunter leidet, weil ich halt eben nicht großartig vorbereiten kann. Worum soll es heute gehen? Es soll darum gehen, den Admin-Bereich für User etwas zu vereinfachen. Ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Praxisalltag, dass User meistens von den Funktionen, die das Content-Management-System bietet, einfach überfordert sind. Und da können wir natürlich oben über bestimmte Rechte hier die Menüs ein- und ausblenden. Aber was machen wir, um den Usern eigene Namen, also eigene Links oder eigene Titel für die Links zu vergeben? Dafür habe ich tatsächlich sonst immer Semrush zusätzlich genutzt und habe mir oben ein Menü reingebastelt. Aber ich habe gedacht, nur für so ein kleines Feature dann extra mit Semrush drauf, das ist mit Kanonen auf Spatzen oder so ähnlich. Deshalb habe ich gedacht, muss das auch einfacher gehen. Und dazu kamen mir so zwei Ideen, die ich mit einer Kollegin vorhin hier für diese Sache umgesetzt habe. Und es geht dabei um die eigenen Links, die wir einsetzen wollen. Und sagen wir jetzt mal einfach, der User soll neue Beiträge erstellen können. Er soll die Module anschauen können. Und er soll meinetwegen alle Beiträge ansehen können. Um das zu machen, gehen wir hier in den Admin-Bereich. Und da wir da eingeloggt sind immer, reicht es hier oben, diesen Link zu kopieren. Das heißt also, hier wäre es für Com Content. Wenn wir einen neuen Beitrag erstellen wollen würden, wäre es dann halt eben Index.php, Com Content und View Article, also dass man in diesen Artikelbereich reinkommt und so weiter und so fort. Ich kopiere mir nun mal eben diesen Link. Jetzt gehe ich in die Erweiterungen, Module und schalte hier den linken Filter, der normalerweise üblicherweise auf Site steht. Den stelle ich jetzt auf Administrator und dann klicke ich auf Neu und erstelle mir hier ein Modul vom Typ Benutzer hat definiertes HTML, also einen letztlichen Custom HTML-Modul, wie wir es auch aus dem Frontend kennen, und nennen das jetzt einfach mal Tutorial Quicklinks. Und Ziel ist, wie gesagt, eben das Ganze zu vereinfachen. Und wir haben hier aktuell das ISIS-Template eingeschaltet. Und gut im Blickpunkt des Users liegt eigentlich immer die Position cPanel. Ich aktiviere das mal eben. Speichern und schließen. Und damit wir das ein bisschen einfacher anpassen können, gehe ich mal eben auf meinen Benutzer, bei dem ich eigentlich den Editor ausgeschaltet habe. Mach den mal eben wieder an. So, und gehe dann jetzt nochmal in die Module rein und sage jetzt hier Tutorial Quick Links. So, und jetzt habe ich einfach hier einmal alle Beiträge des Blogs anzeigen und editieren. So, alles klar. Zack, machen wir eben Link drauf. Nämlich den wir aus unserer Zwischenablage haben, hier die Index.php Com Content. Und hier setzen wir auch eben noch, ja, ich setze jetzt einfach mal denselben, das ist ja scheißegal, es geht jetzt nicht darum. Sonst hätte ich jetzt erst eben den anderen Link da rauskopieren müssen. So, speichern und schließen. Und wenn wir jetzt auf das Kontrollzentrum gehen, auf die Startseite, so, und gehen wir jetzt aufs Kontrollzentrum, sehen wir hier, dass dieser Bereich dann da am Start ist, diese Tutorial Quick Links. So, jetzt habe ich gleichzeitig um das Ganze, da ist ja immer noch relativ viel. So, und ich will mir das als Admin ja erhalten und habe gar keinen Bock mehr, den ganzen Käse auszublenden, weil das hilft ja unter Umständen mal. Deshalb bin ich dafür hingegangen und habe eine eigene Gruppe eingerichtet oder beziehungsweise habe jetzt hier diesen User, der gar nicht so viel können soll, der eben nur seine Beiträge editieren und ansehen soll, den habe ich in die Gruppe Manager gepackt. Wir könnten aber auch Spezialgruppen dafür anlegen, ist ja eigentlich letztlich egal. Und was ich dann mache, ist in die Module reingehen, wähle mir jetzt alle auf der Position cPanel zum Beispiel an und deaktiviere jetzt alle außer unser Quicklinks-Modul. Beziehungsweise, nee, ich brauche die gar nicht deaktivieren, Quatsch, ich gehe jetzt
markiere mir alle, seht ihr, das kommt davon, ich war jetzt da nicht vorbereitet, markiere mir alle außer das Quicklinks-Modul, sage Stapelverarbeitung und setze hier die Zugriffsebene auf Super-Users. Dann können wirklich nur noch die Super-User das sehen und der Manager nicht mehr. Und hier Tutorial Quicklinks wäre dann freigegeben. Das heißt, das kann er sich dann auch anschauen. Und wenn wir jetzt dann nochmal als dieser User reingehen, ich habe mal eben, ich logge mich mal kurz aus und habe dann da diesen beschnittenen Test-User. Und ihr seht, das habe ich jetzt hier nicht extra entfernt, aber oben das Menü ist rausgeflogen und hier ist dann unser simples Menü übergeblieben. Also da können wir jetzt auch Hinweise für den Kunden noch mit angeben. Und wenn wir da draufklicken, kommen wir jetzt eben entweder zu den allem, zu den kompletten Beiträgen oder wir könnten jetzt eben hier auch auf einen neuen Beitrag dann zugreifen. Diese Buttons da oben bekommt er noch, aber auch diese ließen sich im Admin-Bereich dann tatsächlich extra gesondert ausschalten. So, wenn wir es jetzt ein bisschen komfortabler haben wollen, also das ist jetzt die Quick and Dirty Variante über die Darstellung einfach im cPanel. Wenn wir das Ganze jetzt ein wenig exklusiver haben wollen, ich logge mich mal eben aus, dann gehen wir fast den gleichen Weg mit einem kleinen Zwischenstep. Und zwar gehen wir wieder in unsere Erweiterungen, Module. Und ich mache mir jetzt hier nochmal eben oben einfach die Seite nochmal auf. Und wir erstellen wieder ein eigenes Modul. Das heißt, wir gehen Site-Administrator. Und erstellen jetzt hier ein neues Modul vom Typ Benutzer definiertes HTML oder wie gesagt Custom HTML. Jetzt nennen wir das mal eben einfach Top Menu Test Tutorial. Und da ja alle von euch sicherlich den Firebug zu Genüge nutzen, gehen wir jetzt einfach hin, holen uns den Firebug und gucken uns mal eben an, wie da oben ein so ein Block zusammengebaut ist. Alles klar, sieht schon gut aus. Den nehmen wir. Rechte Maustaste drauf, HTML kopieren. Jetzt gehen wir wieder in unser benutzerdefiniertes HTML. Schreiben da mal eben kurz Käse rein, weil ich nämlich nicht genau weiß, was passiert mit dem Editor. Der nervt immer so ein bisschen, weil er im schlimmsten Fall unser HTML aufräumt. Deswegen normalerweise arbeite ich eigentlich so, wenn ich nicht gerade in einem Tutorial bin, dass ich den Editor für mich komplett abgeschaltet habe. So, ich gehe da wieder raus. Gehe nochmal eben wieder in Erweiterung Module. Prüfe hier das Administrator dran. Top Test Tutorial. Noch nicht dargestellt auf einer bestimmten Position. Jetzt kopiere ich mir erstmal hier den Krams aus der Zwischenablage rein. Und da sind jetzt schon die Links, die könnten wir jetzt anpassen. Brauchen wir aber erstmal noch nicht. Das schreiben wir jetzt erstmal eine Raute rein. Ich habe jetzt eh nichts, was ich verlinken will sofort. Aber da wäre das dann für euch eben die Links, die ihr für den User setzen wollt. Und letztlich so, gucken wir nochmal eben, ob wir da wirklich alles richtig haben. LI-Class Dropdown. Da oben ist unser zweiter Link, der war ein bisschen versteckt jetzt. YKKs Tutorial Menu. Und das Ganze stellen wir jetzt einfach wieder im Isis-Template auf der Position Menu dar. Sagen Speichern und Schließen. Und wie ihr seht, ist hier oben jetzt ein weiterer Menüpunkt erschienen mit diesen drei User-Links. Das heißt also, für den Kram brauche ich nicht extra irgendwie ein Plugin oder so ein Käse. Ich kann jetzt ja hier auch tatsächlich wieder hingehen und sagen Top Test Tutorial ist nur für Special. Und wenn wir uns jetzt hier ausloggen, und wieder als diese beschnittene Variante einloggen, seht ihr, hier haben wir jetzt einmal unseren Bereich oder hier oben habe ich jetzt die Möglichkeit für den User ganz gezielt dann Menüpunkte und Untermenüpunkte zu setzen. Ist kein besonders großartiger Trick, aber ich fand eigentlich, ja, ich habe da zuletzt tatsächlich,
das immer aufwendig mit Sablon dann noch danach gefummelt. Dabei ist es so ja viel, viel einfacher. Also ob man es jetzt eben hier darstellt in diesem C-Panel oder ob man sich hier diese Mühe macht. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ist wie gesagt kein Hexenwerk. Ich bedanke mich. Lasst Kommentare da, wie euch das gefallen hat oder was ihr zu verbessern habt. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn die Comments da zu einer konstruktiven Diskussion führen. Vielen Dank und bis dann. Ciao.